Dieses scheue, winzige Säugetier hat 4 Mägen wie ein Pflanzenfresser mit Hufen, Reißzähne wie ein Vampir und das bezaubernde Gesicht einer Maus und eine Art schwimmt sogar wie eine Ente. Aber diese knuddeligen Süßigkeiten sind nichts von alledem. Sie sind uralte Kreaturen, die sich in den letzten 34 Millionen Jahren kaum verändert haben. Darf ich vorstellen? Das Hirschferkel. Das Hirschferkel oder Zwergenböckchen ist der kleinste Wiederkäuer der Welt, der zur Familie der Troglodyten gehört. Das sind Huftiere mit glatten Zähnen, die meist 4 Mägen haben, sowie Kühe, Schafe, Bisons, Hirsche und Antilopen. Wiederkäuer gibt es seit etwa 34 Millionen Jahren. Die meisten Arten gab es im Miozän, vor etwa 11 Millionen Jahren. Denn zu dieser Zeit waren die Säugetiere die neuesten Lebewesen auf der Erde. Zu den Höhepunkten des Miozäns gehört das Auftauchen von Hunden, Bären, Säbelzahnkatzen und Walen, nur um einige zu nennen. Dutzende von ausgestorbenen Arten wurden in Nordpakistan, Europa und Afrika beschrieben. Die heutigen 10 Hirschferkelarten sind die Überbleibsel von diesen alten Vorfahren, die aufgrund ihrer kleinen Statur und ihres nagetierähnlichen Aussehens auch als Mäusehirsche bezeichnet werden. Diese superscheuen Kreaturen sind auf 3 Gattungen verteilt. 6 Arten der Gattung Travallis und die 3 der Gattung Osceola leben in Indien, Sri Lanka und Südostasien, einschließlich Sumatra, Borneo und Java. Die Wasserschrecke ist die einzige Ausnahme und auch die jüngste von allen. Dieses einsame Mitglied der Gattung Hawaii-Rentiere misst etwa 33 cm an der Schulter und wiegt bis zu 15 kg, was ungefähr dem Gewicht eines kräftigen Kroggis entspricht. Das Wasserhirschferkel ist die einzige Art, die auf einem ganz anderen Kontinent lebt und in den tropischen Regenwäldern Afrikas von Sierra Leone bis zum Kongo zu Hause ist. Im Gegensatz zu seinen vegetarischen Verwandten ist diese Art dafür bekannt, auch Insekten, Krebse und sogar gelegentlich tote Fische oder Tiere frisst, die sie über den Weg laufen. Hirschferkel sind bekanntermaßen sehr scheu, was eine gute Möglichkeit ist, um potenziellen Raubtieren zu entkommen. Vor allem, wenn man so klein ist, was bleibt einem auch übrig? Aber das Wasserhirschferkel hat eine etwas ausgeklügerte und viel feuchtere Fluchtstrategie. Wenn es aufgeschreckt wird, springt es in den nächstgelegenen Fluss und schwimmt unter Wasser, um so mutmaßlichen Fressfeinden zu entkommen, zu denen manchmal auch Forscher gehören. Es kann bis zu 5 Minuten am Stück unter Wasser bleiben und bewegt sich vorwärts, indem es das Flussbett entlang läuft. Im Schutz von Ufern oder überhängender Vegetation kommt es hoch zum Luftholen und überprüft, ob die Küste wieder sicher ist. Das Wasserhirschferkel mag vielleicht die größte Art sein, auch wenn jede andere Art ziemlich klein ist. Der Weltrekord für das kleinste winzige Huftier geht an den Travallisten Conseal, eines der wenigen Hirschferkel in Malaya. Die letzten Exemplare dieser winzigen Tierchen wiegen etwa 1 Kilo. Dieser Miniatur-Mäusehirsch ist sogar ein Star einer ganzen Reihe von Fabeln, die in Indonesien und Malaysia beliebt sind. In diesen Geschichten nutzt das kleine Hirschferkel namens Sangkanjil seine Klugheit, um diejenigen zu überlisten, die größer und stärker sind. Die meisten Arten sind Einzelgänger und schwer fassbare Tiere, was ihren fast mystischen Status nur noch verstärkt. Sie interagieren eigentlich nur miteinander, um sich zu paaren und sich gelegentlich um ihr Territorium zu streiten, auch wenn ihre Hörner oder Geweihe fehlen. Aber die Männchen tragen winzige, vampirartige Stoßzähne, die eigentlich verlängerte Eckzähne sind, um sie bei ihren bezaubernden kleinen Revierkämpfen zu unterstützen. Über die Gewohnheiten und Verhaltensweisen in der freien Wildbahn ist allerdings nicht viel bekannt, weil sie so verdammt schwer zu finden sind. Und wenn ich sage verdammt schwer, dann meine ich das auch so. Eine Art, das Silberrücken-Hirschferkel, wurde fast 30 Jahre lang nicht gesichtet. 2017 wurde es schließlich zum ersten Mal in freier Wildbahn im Süden Vietnams fotografiert, als die Wissenschaftler einen heißen Tipp von einem Einheimischen bekamen. Und wie es nicht anders zu erwarten war, haben diese Sichtungen einen Vorstoß zum Schutz des Hirschferkels in seinem Lebensraum ausgelöst. Sowohl in freier Wildbahn als auch in Gefangenschaft, wo sie sich nur schwer fortpflanzen können, ist nur wenig über die Fortpflanzungsbiologie dieser Tiere bekannt. Um mehr über sie zu erfahren, haben die Forscher sogar den Hormonspiegel in Jungtieren und den weiblichen Hirschen gemessen, um so ihre Fortpflanzungsphysiologie vielleicht besser zu verstehen. Das nenne ich mal Hingabe für dieses bezaubernde süße Huftier. Worüber sollen wir als nächstes sprechen? Schreibt es mir doch in die Kommentare. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ihr hattet Spaß. Wenn dem so ist, gebt mir noch ein Like, teilt das Video mit euren Freunden und abonniert unseren Kanal. Dann sehen wir uns bestimmt auch beim nächsten Mal. Macht's gut, Freunde!